2011 traf Dead Island punktgenau den Nerv seiner Zeit. Zuerst mit einem CGI-Trailer, dessen berührende, rückwärts erzählte Kurzgeschichte einer Familie im Urlaub während des Ausbruchs einer Zombie-Apokalypse bis heute nachhalt. Dann mit seinem splatterigen Action-Gameplay, das zwar in den Kritiken meist nur für ein gut, aber nicht sehr gut reichte, aber in seiner Mischung aus Sandbox-Kämpfen und semi-offener Spielwelt zahlreiche Fans für sich gewann. Entwickler Techland entschied sich danach, eigene Wege zu gehen, die in Dying Light resultieren sollten. Publisher Deep Silver sah sich gezwungen, nach einem Ersatzstudio für den Nachfolger Ausschau zu halten. 2014 wurde Dead Island 2 angekündigt, für das der Berliner Entwickler Jäger gewonnen werden konnte. Doch die Vision, die man dort für den Nachfolger entwarf und um immer neue Ideen erweiterte, schien sich irgendwann zu weit von der Vorstellung des Originals und vor allem von der des Publishers Deep Silver zu entfernen. Dieser entzog Jäger daher das Spiel und übergab es an Sumo Digital, die sich vor allem mit Ports und Auftragsproduktionen mal mehr, mal weniger mit Ruhm bekleckert hatten. Letztendlich landete das Spiel 2018 auf dem Tisch der Dambuster Studios, die sich mit der Timesplitters-Reihe einen exzellenten Ruf erarbeitet und ihn mit Haze und Homefront The Revolution wieder zunichte gemacht hatten. Im Frühjahr 2023 soll Dead Island 2 nun endlich erscheinen. Wir konnten eine inhaltlich bereits komplett fertiggestellte Beta-Version 20 Minuten lang anspielen. Leider durften wir unsere Zock-Session nicht aufzeichnen und haben auch nicht ausreichend Material von Dead Island 2 erhalten, weshalb wir Videos des Vorgängers und einer geleakten Version aus dem Jahr 2015 nutzen. Wir wissen, dass das nicht ganz optimal ist, wollten euch unsere Eindrücke aber nicht vorenthalten. Als die Dambuster Studios 2018 die Produktion von Dead Island 2 übernahmen, verwarfen die Entwickler nach eigener Aussage sämtliche Arbeiten ihrer beiden Vorgänger, um das Spiel von Grund auf nach eigenen Vorstellungen neu zu entwerfen. Lediglich der Schauplatz wurde beibehalten, die kalifornische Metropole Los Angeles. 6 spielbare Charaktere, vermutlich mit jeweils unterschiedlichen Fähigkeiten für individuelle Spielweisen, wird es geben. Bis zu 3 Spieler können zudem im Koop zusammenspielen. Spielerisch wird Dead Island 2 zwischen der Offenheit der Stadt und den eher linear aufgebauten Story-Missionen wechseln, in die ihr gewissermaßen aus dem offener aufgebauten Hub aufbrecht. Die Demo begann am Strand von Santa Monica mit seinem Pier, der eher einem Vergnügungspark gleichkommt, samt Spielhalle und Riesenrad. Dead Island 2 setzt damit gleich die Marschrichtung für seinen Grundton fest, der sich aus spannenden Widersprüchen zusammenzusetzen scheint. Auf der einen Seite grellbunte Urlaubsstimmung und auf der anderen trashig überzogene Gewalt und Over-the-Top-Action. Als Action-Rollenspiel in Ego-Perspektive bezeichnen die Entwickler ihr Spiel selbst als bewusst maßlos überzogenen Pulp-Horror und eben kein ernsthaftes, auf beklemmenden Grusel setzendes Survival-Horror-Spiel nach Resident Evil-Muster, wie sie im Nebensatz danach betonen. Dafür ist das Spiel aber ganz schön schwer, denn wie in einem richtigen Survival-Horror-Spiel stellen die Zombies eben doch mit jedem Schritt eine gefährliche Bedrohung dar, die dem Spieler bei falschem oder sorglosem Vorgehen schnell die Lebenslichter ausblasen können. Das sorgt natürlich für jede Menge Anspannung. Dead Island 2 ist durch und durch ein Nahkampf- und kein Fernkampfspiel, und zwar eines von ausgeklügelter Sandbox-Art, sprich, euch stehen unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung, die verschiedenen Waffen, Spezialfähigkeiten und vor allem die Gegebenheiten der Umgebung im Kampf einzusetzen. Denn mit stumpfem Gekloppe kommen wir zwar gerade noch gegen die vereinzelten Zombies am Strand an, doch schon kurz darauf, als wir in einer stillgelegten Arcade-Spielhalle versehentlich einen Alarm auslösen und damit eine ganze Horde Untoter anlocken, müssen wir sämtliche Raffinesse ausspielen, die uns das Spiel an die Hand gibt. Die Zombies dann zum Beispiel in eine Pfütze locken, um sie unter Strom zu setzen, ein Fass zur Explosion bringen und damit im Idealfall gleich eine ganze Gruppe von ihnen aus dem Weg räumen, oder in den Berserker-Modus wechseln, in dem unsere Heldin die Zombie-Kräfte, mit denen sie sich bereits im Frühstadium infiziert hat, wachruft und darin mit bloßen Händen ganze Gegnerhorden ausweidet. Zusätzlich stehen zahlreiche Spezialfähigkeiten zur Verfügung, die sich nach und nach in Rollspielmanier im Skilltree freischalten lassen.
Was deutlich sichtbar war, war jede Menge Gore. Was die USK dazu wohl sagen wird? Tja, das wird sich zeigen, aber Dead Island 2 mag zwar brutal sein, inszeniert seinen Splatter allerdings so bewusst übertrieben, dass er seine Wirkung eher als blutiger Slapstick entfaltet, denn als geschmacklose Verherrlichung. Zumindest ist das unser Eindruck nach diesen 20 Minuten Spielzeit. Ob sich dieser fürs fertige Spiel bewahrheitet, lässt sich ebenso wenig sagen wie ein Urteil fällen über seine erwartbare Qualität, in der die gesamte Bandbreite von herrlich kreativer Action-Wundertüte bis stumpfsinnig repetitiver Tölpelei möglich ist. Was sich anhand der Demo allerdings schon erfreulich feststellen lässt, ist, dass Dead Island 2 einen erstaunlich durchdachten Eindruck macht. In jedem Moment des Anspielens hatten wir das Gefühl, dass sich die Entwickler über zahlreiche Groß- und Kleinigkeiten Gedanken gemacht haben. Angesichts der irrlichternden Entwicklungsgeschichte von Dead Island 2 waren wir jedenfalls überrascht und erfreut zu sehen, dass das Spiel ein deutlich erkennbares konzeptionelles Ziel vor Augen hat. Ob es dort am Ende ankommt, können wir nur mutmaßen. Es gibt allerdings eine Szene, eher eine Art Easter Egg, ziemlich genau in der Mitte der gespielten Demo, die so nebensächlich ist, aber unsere Hoffnung an Dead Island 2 in einem einzigen symbolischen Bild zusammenfasst. Dort findet sich in einer Spielhalle ein Automat von Homefront The Revolution, dem vorherigen, reichlich gescholtenen Spiel der Entwickler. Dass sich dieser Automat nicht zwischen den anderen mitten in der Arcade befindet, sondern ausrangiert und abseits in der Abstellkammer, scheint kein Zufall zu sein, sondern ein selbstironischer Kommentar der Entwickler, die damit vermutlich zu verstehen geben wollen, dass sie mit ihrem letzten Spiel ebenso wenig zufrieden waren wie die Spieler. Dead Island 2, so scheinen sie mit dieser Metapher zwischen Augenzwinkern und Demut sagen zu wollen, soll ihre Buße dafür werden, das Spiel, mit dem der einst so makellose Ruf aus Timesplitters Zeiten wiederhergestellt werden soll. Wir drücken die Daumen, dass den Dambuster Studios dieses Vorhaben gelingt.